An der BTU Cottbus-Senftenberg lernen, forschen und leben über 9500 Studierende. Von diesen sind ca. 17% aus dem Ausland oder ausländischer Herkunft. Eine Universität mit Menschen aus verschiedenen Kulturen. Aber wie werden die Studenten auf diese interkulturellen Unterschiede vorbereitet? Um das Bewusstsein für interkulturelles Handeln im Uni-Alltag zu stärken, initiierte Frau Prof. Dr. Bromberg das Projekt Interkulturelles Handeln in der Grenzregion am Standort Sachsendorf. In diesem steht der Austausch zwischen deutschen und polnischen Studenten, die unter anderem von der BTU Cottbus-Senftenberg und der Universität Chilonagora kommen, im Vordergrund. Das, was mich besonders hier an der Lausitz interessiert hat, ist eben, dass es eine Grenzregion ist. Und dass deutsch-polnische Kontakte und Kooperationen einfach für mich besonders reizvoll waren. Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und des Netzwerkprojektfonds der Euroregion Spree-Neiße-Bova finanziert. Durch das Zusammenwirken der Bereiche Sozialwissenschaften, Architektur und Maschinenbau ist dieses Projekt gleichzeitig ein interdisziplinäres. Dabei bringt jedes Fachgebiet bereits eigene Erfahrungen mit. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Kollegen auch schon, also die haben einfach ein eigenes Interesse auch an deutsch-polnischer Zusammenarbeit, und da gibt es eben eine lange Tradition auch. Ja. Also sowohl bei den Architekten gibt es einen deutsch-polnischen Studiengang, als auch eben im Maschinenbau, da ist es allerdings kein Studiengang, sondern einfach ein Interesse von einem Professor, der sich sehr darum bemüht, dass seine Studierenden eben auch so diesen interkulturellen Aspekt im Maschinenbaustudium haben. Also ich selbst habe einfach die Erfahrung gemacht, dass solche interkulturellen Kontakte immer den Horizont erweitern. Also gerade eben, weil man auf unbekanntes Terrain geht. Am 23. Mai fand auf dem Campus Sachsendorf die Abschlussveranstaltung des Projektes statt. Nach musikalischen Einlagen und einigen Worten des Dekans des Fachgebiets der Sozialwissenschaften, Herr Prof. Dr. Petzold, fanden 4 parallel laufende Workshops statt. In Arbeitsgruppen konnten nun theoretische Inhalte praktisch vertieft werden. Die Teilnehmer der Workshops setzten sich beispielsweise in Planspielen mit Problemen der europäischen Energiepolitik oder dem Leben in anderen Kulturen auseinander. An anderer Stelle konnten interkulturelle Kompetenzen mittels Interaktion durch Tanz oder Fotografie erworben werden. Somit konnte jeder Student seine eigenen Erfahrungen aus dem Projekt mitnehmen. Aber ich habe das auch so von den Studierenden halt auch so mitbekommen, dass sie vielleicht eben jetzt so einen Anfang gefunden haben, sich mit einer anderen Kultur wirklich auseinanderzusetzen und über so eine persönlichen Kontakte eben zu sehen, Mensch, das sind ja auch nur Studierende wie wir, und trotzdem ist es irgendwie anders so, und auch neugierig zu sein. Und also diesen Anfang gemacht zu haben, glaube ich, also das ist erstmal ein wesentliches Ergebnis, und es ist ein Auftakt für eben etwas, was noch kommen kann. Wir wollen ja jetzt das nicht einfach nur durchführen und sagen, okay, das erweitert unser aller Horizont und ist überraschend und so weiter, sondern wir wollen ja auch gucken, unter welchen Bedingungen kann man eigentlich überhaupt so eine grenzüberschreitende Lehre, akademische Lehre, durchführen. Und deswegen wird es im zweiten Semester, also jetzt das kommende Wintersemester, darum gehen, wirklich das Projekt auch zu evaluieren. Und zwar eben über qualitative und quantitative Methoden der Sozialforschung, weil wir würden gerne Empfehlungen für die Euroregion aussprechen.